Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 12. Januar. Und auch heute wird die Geek Talk Daily Folge wieder gesponsert und zwar von der Acer Swift Series. Und einen ausführlichen Testbericht zum Acer Swift 7 könnt ihr im pokipsi.ch-Blog nachlesen. Jo, kommen wir zu den Themen. Heute gibt es keine CES von mir, aber es gibt Apple Pay, YouTube, Microsoft, Google, Skype und Dropbox. Fangen wir mit Apple Pay an, beziehungsweise mit Boon. Boon ist eine digitale Kreditkarte, die ist auf iOS auch nicht in Deutschland erhältlich, sondern nur in UK, Frankreich, Irland, Schweiz, Italien und Spanien und ist sehr beliebt bei Nutzern, die in Deutschland damit Apple Pay nutzen möchten. Denn damit kann man das sich einrichten mit so ein paar Tricks. Richtig offiziell ist es nicht, aber es funktioniert. Und Boon hat nun ihr Bezahlmodell bzw. ihre Preisstruktur geändert. Und es gibt nun eine monatliche Gebühr. Die erhöht sich von 99 Cent auf 1,49. Dafür muss man aber keine Gebühr mehr zahlen, wenn man auf die Karte Guthaben lädt. Also, wer Apple Pay nutzen möchte in Deutschland, kann sich es mal angucken. Und vielleicht ist es ja was für euch. YouTube, die haben jetzt Logan Paul aus ihrem Google Preferred Programm geschmissen. Logan Paul, das ist der YouTuber, über den wir auch schon ein paar Mal berichtet hatten, der das Video veröffentlicht hatte in seinem Vlog, wo er in Japan war, in so einem Wald, wo Selbstmorde stattfinden und wo auch eine Leiche mit drin war, der sich danach entschuldigt hat, erstmal auch keine neuen Vlogs veröffentlichte. Und wo YouTube erstmal still war und sich vor ein paar Tagen auf Twitter so halbherzig entschuldigt hat. Jetzt haben sie knallhart durchgezogen. Wie gesagt, der ist jetzt aus dem Preferred-Programm rausgeflogen, was schon eine ordentliche Ansage ist, denn er gehört wohl zu den 5 bekanntesten YouTubern aktuell und hat für Google laut einer Hochrechnung von Forbes in 2017 alleine 12,5 Millionen US-Dollar an Einnahmen auf der Plattform generiert. So. Also, auf jeden Fall hat YouTube jetzt durchgezogen und der Kollege ist da erstmal runter. Aber wie gesagt, der wollte ja eh erstmal eine Auszeit machen. Dann ist dieser Tage ein irres Patent von Microsoft aufgetaucht. Also irre in Anführungsstrichen. Denn in dem Patent geht es um ein Stirnband zur Gedankenkontrolle für Apps und Spiele. Klingt erstmal ein bisschen irre, ist aber, wenn man es halt mal ein bisschen mit Ruhe betrachtet, jetzt gar nicht mal so eine irre Sache und nicht so utopisch. Es ist halt ein Stirnband, das hat entsprechende Sensoren und damit soll man dann in der Lage sein, einfache Funktionen in einer App oder in einem Spiel auszulösen. Ja, also mit Gedanken in Anführungsstrichen. Schauen wir uns mal an, ob da was raus wird und was Microsoft damit macht, ob das vielleicht in der Xbox als Zubehör mal irgendwann auftaucht. Oder ob es wie so viele Patente einfach wieder in der Schublade verschwindet. Ich bin gespannt. Und nun wechseln wir zu Google. Die haben nämlich die britische Firma Redux gekauft. Und zwar nicht aktuell, sondern schon im letzten August. Aber irgendwie hat es keiner mitgekriegt. Und es ist jetzt erst bekannt geworden. Und Redux ist eine Firma, die Oberflächen, also Bildschirme, als Oberfläche nutzt, um daraus einen Lautsprecher zu machen. Also der Bildschirm vibriert und gibt die Töne dann von sich ab. Ganz spannende Technologie. Auch natürlich ideal, wenn man seine Smartphones oder Tablets wasserdicht machen möchte, denn man braucht keinen Lautsprecher mehr. Und ja, die gehört jetzt Google. Und wir schauen mal, ob wir in einem der nächsten Pixel-Smartphones auch diese Technologie entdecken werden. Was wir auf jeden Fall demnächst relativ sicher entdecken werden, ist bei Skype die End-to-End-Verschlüsselung. Das wurde jetzt angekündigt und zwar in dem Beta-Programm, das heißt Skype Insider. Dort kann man nun Private Conversations führen und auch Bilder und andere Sachen verschicken, die dann von Ende zu Ende komplett verschlüsselt sind, was bislang auch immer eine Riesenkritik war, dass Skype das nicht anbietet und ja, es gibt kein offizielles Datum, wann das jetzt für alle da sein soll, aber ich rechne persönlich damit, dass wir das in den nächsten paar Wochen dann auch alle bekommen.
was ja vielleicht nicht wir alle bekommen, aber viele Menschen, die an der Börse aktiv sind, sind wohl demnächst Aktien von Dropbox. Der Cloud-Speicherdienst hat nämlich nun Unterlagen eingereicht, um ein IPO zu machen. Also IPO, Initial Public Offering, also die Firma geht an die Börse und verteilt Aktien. Dropbox selber macht mittlerweile im Jahr runde 1 Milliarde Umsatz und ist auch Cashflow positiv. Also erstmal ein guter Ansatz, obwohl manchmal ist die Börse natürlich auch ein bisschen irrsinnig und möchte lieber Verluste und Wachstum sehen gegenüber einem gesunden Geschäftsmodell. Warten wir mal ab. Also Dropbox nutzt auf jeden Fall auch eine neue Methode für den IPO, die der Firma ermöglicht, relativ schnell an die Börse zu gehen. Und das kann dann echt in ein paar Wochen schon soweit sein. Ja, und das war's auch mit einer Woche Geek Talk Daily für mich. Nächste Woche ist der Martin wieder für euch da. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wenn ihr Lust habt, hinterlasst uns doch eine Bewertung und auch einen Kommentar auf iTunes. Würden wir uns sehr darüber freuen. Tut dem Podcast immer gut. Ansonsten habt einfach Spaß, ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.